Hallo und herzlich willkommen zurück, werte Zockerfreunde, bei einer neuen Session von Let's Play Risen 2. Ja, wir waren mit einem guten Slane unterwegs, wir sind gerade von seinem Schiff jetzt wiedergekommen und wir müssen hier Proviant ranbringen und Co. Wasser haben wir schon besorgt, nee, Pulverfässer war es, meine ich. So, und der Slane und wir brauchen auch Kanonen, deswegen laufen wir direkt mal zum guten Schmied, da ist er doch. Ja, genau, so. Was hältst du von Kapitän Slane? Er ist ein Ehrenmann. Immer freundlich, immer zuverlässig. Und er hat stets seine Ware bezahlt. Ah ja, verstehe. Deine Pistole liegt beim Büchsenmacher? Verdammt, was weißt du davon? Nur so viel, dass sie scheinbar sehr viel wert ist. Und wenn schon, warum interessiert dich das? Naja, deine Kanone gegen eine Pistole, das klingt eigentlich recht gut. Deine Kanonen gegen die Pistole. Ach, das ist Erpressung. Egal. Donovan würde sie eh niemals freiwillig wieder rausrücken. Na, ich bring dir deine Pistole. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Ah, okay. Wofür war das Gold genau? Es sind Wettschulden. Wir haben Karten gespielt. Er hatte das bessere Blatt, aber ich bin mir sicher, dass er betrogen hat. Ja, eben. Wettschulden sind Ehrenschulden. Hm? Sind Wettschulden nicht Ehrenschulden? Nicht bei diesem Schwein, mein Junge. Schon schlimm genug, dass ich mit ihm unter einem Dach leben muss. Ich bring dir deine Pistole zurück. Ha, meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Schon gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Das lass mal meine Sorge sein. Oh Mann, mach keinen Mist, klar? Ah, das werden wir schon hinkriegen. Das haben wir ja schon irgendwie so ein bisschen eingefädelt. Aber 1000 Gold für die Pistole. Mal gucken, ob wir da nicht vielleicht anders dran kommen. Ja, Grace. Ich hörte, du stehst auf Grace. Was? Wieso? Wer hat das gesagt? Ist doch unwichtig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Naja, wenn du mich so fragst, ich bin dieser feinen Dame nicht ganz abgeneigt. Verstehe. Aber wie süß, der Wilson, ne? Wie wär's, wenn ich ein Treffen mit Grace arrangiere? Du? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wie willst du sie dazu überreden? Ah, oh, ich weiß nicht. Ein Händchen für Frauen ist immer gefährlich, gerade wenn die Patty dabei ist, aber wir riskieren es mal. Na, ich habe ein Händchen für Frauen. Lass mich nur machen. So, so. Hast du das? Das wird dir nicht viel nutzen, fürchte ich. Das edle Fräulein hat mich bisher immer verabscheut. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir werden sehen. Na gut. Abgemacht. Aber wehe, du verarschst mich, klar? Nee, nee, der reine Luxus. Das kriegen wir schon hin. Die Patty hat doch nichts gesagt. Das finde ich gut. So, wir bräuchten jetzt aber auch mal einen Händler, weil ich möchte doch... Ein Schiff ohne Rum stinkt nach Jauche. Ja. So, die Pistole, nee. Zeig mir deine Pistole. Sehr gern, mon Capitaine. Ja, der gute Franzose. So, wir möchten nämlich verkaufen. Ach, wir haben ja wieder ein bisschen Gold. Aber dennoch, wir verkaufen jetzt mal ein paar Klamotten hier. Und zwar... Der kann weg, dürfen wir jetzt nicht vergessen, gleich einen neuen anzuziehen. Ja, den Perlenohrring, er ist cool, aber wann soll man wissen, wann man die Silberzunge braucht? Ja, schwarze Magienritual, das verkaufen wir jetzt auch einfach mal. Kugelsicher. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Ritual machen. Ich meine, wir haben ja Voodoo gelernt, aber ich bin mir da noch ziemlich unsicher. Das Äffchen behalten wir auf jeden Fall. Das werden wir nämlich nachher noch benutzen. Wird nämlich langsam dunkel. Dann möchte ich das doch gerne mal ausprobieren. Schwertrohlinge haben wir ja auch. Ganz vergessen.
Ja, das Radschloss. Wichtiges Bauteil zur Herstellung von Musketen und Pistolen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir das lernen. Ich finde zwar die Pistole richtig gut, aber... Ja. Eine Kralle. Hauer. Warum nicht, ne? Wenn wir schon so viele gesammelt haben. Zähne, Sichel. Achso, eine wichtige Zutat, da steht ja dran, aber ich glaube nicht bei allen, oder? Ich weiß es nicht. Die Zähne verkaufen wir jetzt auch einfach mal. Wir haben noch zwei Muscheln, die müssen wir aufmachen. Ja, die Perle. Einfach mal weg damit. Ich weiß nicht, ob wir hier die ganzen schönen Kristalle oder Smaragd und so brauchen. Zumindest den Rubin, Saphir und den Smaragd bisher. Goldbrocken brauchen wir fürs Schmieden. Jadestein, ja, ist der heilige Stein. Den brauchen wir fürs Voodoo. Ja, hier die Priestermaske. Ja, das kann, meine ich, alles weg. Im Notfall müssen wir es halt zurückkaufen. Wir müssen uns bloß merken, wo wir es dann halt verkauft haben. Ich hoffe mal, dass er das so speichert. Ja, die guten Tränke heben wir natürlich auf. Wir haben Voodoo gelernt. Das heißt, wir können uns auch permanente Tränke basteln. Ja, das Schwert kann auch weg. Die Bombe und das Pulverfass. Ja, und die Gaganuss. Ja. So, 3600 Gold. Zumindest 599. So, und wo ist denn die gute Grace? Speichern wir vorsichtig mal. Der Rum ist das beste Parfüm. Ja, für die Herren. Du, hör mal, also dieser Schmied, Wilson. Moment mal, was soll das werden? Natürlich, ich hab's geahnt. Der Kerl hat dich zu mir geschickt. Und du, Arsch, machst für diese arme Wurst jetzt bei mir hier Männchen. Bist du jetzt etwa sein Laufbursche oder was? Na komm, was ist denn los? Fragen wird doch wohl noch erlaubt sein. Ich kann dir wohl ein paar hinter die Löffel geben, Freundchen. Wie kommst du eigentlich auf so eine Unverschämtheit? Hast du das Gewerbe gewechselt? Musst du deine Kasse aufbessern, oder wie? Wow, jetzt geht's aber los. Nein, ich brauche von Wilson Kanonen. Das ist richtig. Naja, die ist aber so unverschämt. Ja, der tut uns nicht leid. Damit machen wir den ja nieder und dann ist er nicht interessant genug für sie. Komm schon, es wäre äußerst nett von dir. Du sollst dich doch nur ein bisschen mit Wilson unterhalten. So, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Du zahlst mir 1000 Gold oder du kannst es gleich wieder vergessen. Wow, das ist aber... Willst du etwa noch irgendwas Schlaues dazu sagen? Nein, nein, schon gut. Boah, bitte, was? Silberzunge? Oh, komm. Eine feine Dame wie du sollte sich nicht so aufregen. Das ist nicht gut für deine Schönheit. Du willst mich doch bloß um deinen Finger wickeln, du Schuft. Stimmt. Okay, du hast es geschafft. 500 Gold und wir kommen ins Geschäft. Das ist sehr gut. Heieiei. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersteuert, aber ich freue mich. Also 1000 Gold ist heftig und 500 Gold, ja, müssen wir machen für die Kanonen. In Ordnung. Hier ist dein Gold. Gut. Geh zu Wilson und sag ihm, dass ich ihn in Kürze aufsuchen werde. Aber ich warne dich. Zu keinem anderen ein Wort. Ist das klar? Klar. So, und jetzt geh. Schönen Tag noch. Alles klar, wunderbar. Dank der Grace. Die Patty, die sagt auch nichts dazu. Super. Was sein muss, muss sein. Finde ich ja echt spitze. Damit kriegen wir jetzt die Kanone, oder wie sieht's aus? Ich hab mit Grace über dich gesprochen. Im Ernst? Was hat sie gesagt? Sie will sich mit dir treffen. Was? Wirklich? Oh, das ist ja... Wie hast du das geschafft? Ach, warte. Ich will es gar nicht wissen. Ich werde meinen besten Anzug tragen. Wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn nochmal hingelegt habe. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hab zu tun. Ja, Moment hier. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Wir haben einen Deal. Ja, schon gut. Was willst du? Eine Kanone. Ich brauche Kanonen. Gut, ich werde dir eine Auswahl zum Hafenkai liefern. Da kannst du sie dir aussuchen.
Und wehe, du meldest es dem Admiral. Er wird mich hüten. Okay. Und jetzt? Ja, mach du deinen Kram. Ich bin schon weg. Gut. Ja, super. Jetzt kriegen wir eine Kanone. Finde ich ja richtig klasse. Da laufen wir direkt mal, drüber. Ich weiß nicht, reicht die Kanone? Warte mal, Patty. Diese Emma aus dem Voodoo-Laden meinte, ich sei ein Weltenlenker. Ja und? Was heißt das jetzt? Na, zu was hören bestimmt. Ich wollte mal wissen, ob du das genauso siehst. Ach, so ist das. Du weißt doch, was du für mich bist. Ja? Was denn? Na, mein kleiner Held. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt weiter aufs Ziel zu, du Weltenlenker. Einfach zu schön. Die Synchronisation ist einfach herrlich gemacht. Der kleine Held, wie aus Risen 1 schon, sind zwar immer noch ihr kleiner Held. Garcia, der vierte Kapitän, hat wohl gute Kontakte bei der Inquisition. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir zurück nach Caldera fahren. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir unseren Kurs ändern sollen. Ja, jetzt noch nicht. Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Als hätte der Befehl von irgendwem dich schon mal von irgendwas abgehalten. Naja, es wird schwierig, unsere Vorräte aufzufüllen, wenn die Leute hier nicht handeln dürfen. Du kriegst das schon hin. Das glaube ich auch. So, dann unterhalten wir uns direkt noch ein bisschen mit Slane. Slane hat ganz schön Ärger mit dem Admiral. Und weiter? Was geschieht jetzt? Slane will uns zu seinem Blutopfer durchführen. Der soll sich auf einer anderen Insel befinden. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ohne Schiffsausrüstung kann er nicht ablegen. Dann beeil dich und besorg den Kram. Ich will hier keine Wurzeln schlagen. Ja, ist ja schon gut. Wie mache ich mich? Das kennen wir, glaube ich. Mal gucken. Wie mache ich mich? Naja, zu einem richtigen Pirat fehlt dir noch das eine oder andere. Aha, und was genau? Ich sag dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Ah, okay, das ist natürlich cool. Ein neuer Text. Ja, wem es noch nicht aufgefallen ist, die Damen hier in Risen 2 haben ja so einen ganz netten Hüftschwung, wenn man sich das mal genauer anguckt. Finde ich ja nett gemacht. Sieht aber natürlich auch so ein bisschen komisch aus. Aber die Damen müssen ja auch zeigen, was sie haben, ne? Die Patty ist ja wirklich ein nettes Mädel, möchte ich doch jetzt einfach mal behaupten. So, Slane. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Brauchst du eine spezielle Kanone? Wieso? Hab ich denn eine Wahl? Wilson, der Schmied, versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut, die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. Ja, der gute Slane. Und wenn ich mir den Slane so angucke, wird es auch langsam mal für uns Zeit, dass wir uns mal neue Klamotten irgendwie besorgen. Ich meine, in Erinnerung gehabt zu haben, dass wir hier doch irgendwo nette Händler hatten. Ich meine, hinten am Strand oder so. Das müssen wir uns doch mal anschauen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was uns hier fehlt. Antigua. Genau. Wir müssen noch zu Spencer. Ja. Der Schatz. Okay, mehr haben wir gar nicht. Wie das? Okay, klar, das Amulett ist versteckt. Kristallfestung. Am Weststrand Antiguas. Der linke Stiefel. Davon habe ich gesprochen. Jetzt wollte ich nochmal eben nachgucken. Massierstamm im Lagerhaus in Antigua. Ja, es wird ja immer dunkler. Das werden wir schon hinkriegen. Ja, der Seelenrufer. Deswegen hatte ich auch das Schmieden gelernt. Jetzt mal gucken hier. Auf der Spur Garcias. Ja, okay. Caldera. Das, ja, okay. Ah, das war's doch jetzt noch nicht. Was fehlt uns denn jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ach ja, klar, darum. Dafür müssen wir noch einmal zurück zu Boos. Das machen wir aber jetzt nicht. Denn es wird gerade so schön dunkel und wir möchten uns doch hier mal näher umgucken, würde ich doch mal sagen. So, du bist ein normaler Pirat, da wollte ich nicht hin. Wir haben nämlich gerade so viel Gold, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen shoppen.
Ach, und einen Steuermann braucht es, Lane. Wir müssen noch in die Kneipe. Eieiei. Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch. Lass dir Zeit. Ja, na klar, lassen wir uns Zeit. Und zwar, hier war doch so ein alter Wettermantel für 600. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Wir tragen ja den 5er-5er mit Silberzunge. Da gibt's nichts Besseres. Na, das war falsch. Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch, das lass dir Zeit. Da war die rechte Maustaste. Verzeiht, dass ich jetzt einfach ins Gespräch gequatscht habe, aber das kennen wir ja schon. So, was haben wir hier? Aktuell angelegt, ja, da gibt's auch erstmal nichts Besseres. Ein Schmuck und so möchte ich eigentlich nicht dazu kaufen. So, das kaufen wir aber dazu. So, jetzt aber mal hier, Inventar. Wir müssen nämlich auch noch einen Ohrring anlegen, ganz genau, und den Perlenohrring. Nanu, habe ich jetzt den falschen verkauft? War das jetzt nur ein Ring? Oh, Freunde, ich will es nicht hoffen. Ein Amulett, kugelsicher? Tatsache. Halb so wild. Piratenanhänger, da haben wir direkt das Falsche verkauft, sag ich doch. Ja, Diebeskunst, den behalten wir an. Und jetzt mal hier Körper. Wo ist denn der? Da ist er. Ja, sieht doch schon mal besser aus. Das war irgendwie so ein bisschen die falsche Farbe, aber spielt ja keine Rolle. Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch, lass dir Zeit. Ja, ja, klar. So, jetzt verkaufen wir den alten Mantel jetzt nochmal eben hier fix. So, perfekt, das war's nämlich schon. So, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Das kann man, meine ich, im Game nicht nachgucken. Weil ich würde doch jetzt gerne langsam aber sicher anfangen, mich hier umzugucken bei den guten Jungs. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wenn wir jetzt hier reisen. Aber ich glaube, das dauert dann zu lange. So, hier waren wir. Das Äffchen möchte ich nämlich gerne benutzen. Die Scarlet bringt uns auch nichts mehr bei. Ja, da müssen wir mal gucken. Spielstand wurde erstellt. Ich weiß nicht, ob wir das Äffchen hier durchschicken können. Geh mal davon aus. Aber ich weiß nicht, kann das Äffchen Truhen öffnen? Ich glaube nicht. Da müssen wir selbst ins Lagerhaus noch rein. Hier können wir auch noch rein. Aber die sind alle pennen, ne? Sieht ganz danach aus. Und wer bist du hier? Ein Kistenschlepper. Ja, so, Schwertrufer. Ja, das ist klar. Ja, wir brauchen die Rezepte. Zumindest die Baupläne. Ja, Freunde, da würde ich doch sagen, da machen wir das nächste Mal eine Diebestour und schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Let's Play Risen 2. Bis dann.